Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Let's Play Time Princess. Erst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass letzte Woche kein Part mehr kam, obwohl ich es angekündigt habe. Bei mir war ein bisschen was im Argen und deswegen hat sich das leider nicht ergeben. Aber heute machen wir weiter mit Kapitel 1.6. Wiedersehen mit dem Händler. Ich weiß, dass ich persönlich mit dem Händler sprechen muss, wenn ich der Sache auf den Grund gehen will. Aber nichts hätte mich auf die Entwicklung hinter den Kulissen vorbereiten können. Was wird geschehen? Finden wir es heraus. Entschlossen, den Ding auf den Grund zu gehen, lasse ich die Kutsche holen, um den Palast heimlich zusammen mit Gabrielle zu verlassen. In Ordnung. Jetzt muss ich mich nur noch verkleiden. Ich brauche etwas, in dem ich mich frei bewegen kann und das nicht zu auffällig ist. Kannst du mir helfen? Natürlich. Na gut, die Einkleiderei. Also, was brauchen wir? Wir brauchen die Attribute schlicht und edel und natürlich von Königin Marie. Ich habe mir mittlerweile noch ein weiteres Buch geholt. Schlicht und edel und Königin Marie, und zwar Schwansee. Und Schwansee ist erstaunlicherweise verdammt einfach. Okay, alles klar. Okay. Ich weiß, welches Outfit das sein wird. Ich werde es einfach mal komplettieren. Denn wer kann, der kann, ne? So, ich glaube, die gehört da eigentlich nicht mehr zu, aber was soll's. Gut, jetzt noch eine Katze auswählen, nehmen wir einfach mal die oberste und wir sind bereit. Und falls ihr euch wundern solltet, warum um alles in der Welt da kein Bild ist, das liegt daran, dass es wahrscheinlich eine Karte von Schwansee ist und ich Schwansee einfach am PC noch nicht heruntergeladen habe. Scusi. Ich trete in Böhmers Laden ein und als er mich sieht, eilt er herbei und begleitet mich respektvoll in den VIP-Raum. Oh, Eure Majestät, welch eine Ehre, euch in meinem bescheidenen Laden willkommen zu heißen. Wie kann ich euch heute zu Diensten sein? Ich nehme an, ihr habt die Gerüchte gehört, dass ich Madame du Barrys Halsband gekauft habe. Auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass ich euer Angebot an diesem Tag abgelehnt habe. Oh, aber Madame Adelaide ließ mir teil, dass ihr eure Meinung geändert habt. Ah, das war ja klar. Dass das Suppenhuhn daran was... Genau das! Madame Adelaide, sie steckt also dahinter. Böhmer, was hat sie zu euch gesagt? Böhmer schweigt. Er scheint erkannt zu haben, wie schwerwiegend die Angelegenheit ist. Böhmer, beantwortet die Frage Ihrer Majestät. Oui, oui, oh, Madame sagte mir, dass euch die Halskette sehr gut gefällt. Aber sie sagte, ihr seid besorgt, dass der König es herausfinden würde, wenn ihr dem Kauf auf der Stelle zustimmen würdet. Also lehntet ihr es erst ab. Sie sagte, ihr würdet auf jeden Fall in mein Geschäft zurückkehren. Also... Selbst wenn ich sie gekauft hätte, warum sollte es Gerüchte geben? Diese Gerüchte haben sich im ganzen Land verbreitet und sie haben meinem Ruf geschadet. Eure Majestät, diese Gerüchte haben nichts mit mir zu tun, das schwöre ich. Kaufleute wie ich müssen unsere Geschäfte geheim halten. Wir sprechen nicht über unsere Kunden. So, seid ihr euch da sicher? Wenn ihr es wagen solltet, die Königin anzulügen, hat das Konsequenzen. Natürlich. Ich sage nichts als die Wahrheit. Gabrielle und ich teilen einen wissenden Blick. Wir glauben, dass Böhmer die Wahrheit sagt, aber ohne Beweise kann ich nichts gegen Adelaide unternehmen. Sie hat Gabrielle vor mir beleidigt.
Und jetzt das. Ich verstehe nicht, warum sie mich angreift. Gabrielle, habe ich Madame Adelaide jemals beleidigt oder gekränkt? Warum mag sie mich nicht? Nein, nein, das hast du nicht. Es ist nicht deine Schuld, Marie. Gabrielle wirft Böhmer einen warnenden Blick zu und sagt dann in gedämpftem Ton: Ich glaube, das hat etwas mit dem früheren König zu tun. Seine Majestät hat viel für Madame Pompadour und Madame du Barry ausgegeben. Als Madame Adelaide und die beiden anderen Madame das heiratsfähige Alter erreichten, konnte sich die königliche Familie ihre Mitgift nicht mehr leisten. Wann immer du Schmuck kauftest, sagte sie dem König, du würdest Geld verschwenden. Jetzt verstehe ich's. Die Dubarry-Halskette muss für Adelaide schmerzhafte Erinnerungen bereithalten. Und ich bin für sie zu einer bequemen Zielscheibe geworden, an der sie sich auslassen kann. Wenn ich Marie wäre, könnte ich diesen Vorfall vielleicht aus der Welt schaffen, nachdem ich mich beruhigt habe. Aber ich bin nicht Marie. Wenn ich nichts dagegen unternehme, könnte das schlimme Folgen haben. Nicht nur mein Leben stünde auf dem Spiel, sondern auch das Leben der Menschen, die mir wichtig sind. Marie, was sollen wir tun? Sollen wir dem König von der Sache berichten? Nein. Wir haben alles getan, was wir können, und diese Angelegenheit sollte sich irgendwann von alleine auflösen. Aber da der König bereits Männer geschickt hat, um meinen Namen reinzuwaschen, denke ich, Nun, die Gerüchte erwähnen Böhmer. Also sollte er der Schlüssel zur Lösung des Problems sein. Böhmer, wenn die Gerüchte nicht verstummen und das Vertrauen des Volkes in die königliche Familie weiter untergraben wird, hoffe ich, dass ihr helfen könnt, meinen Namen reinzuwaschen. Oh, natürlich. Wenn das euer Wunsch ist, Euer Majestät, dann helfe ich euch selbstverständlich sehr gerne. Eure Majestät, bitte nehmt dies als Entschuldigung an. Oh. Ich möchte nichts von ihm. Aber ich möchte auch nicht, dass er es falsch versteht. Also muss ich dieses Geschenk einfach annehmen. Gabrielle, lass uns gehen. In Ordnung. Böhmer, denkt an die Worte der Königin. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber zumindest ist es nicht schlimmer geworden, als ich mich umdrehe, um Böhmers Geschäftsräume zu verlassen. Es tut mir aufrichtig leid, Eure Majestät. Madame. Gott sei Dank geht es meiner Freundin gut. Passt auf, wo ihr hingeht. Oh, ich bitte um Entschuldigung. Ich sollte vorsichtiger sein. Ich bin Jeanne de Valois. Mademoiselle, wenn ihr mitten in einem Einkaufsbummel seid, helfe ich euch gerne. Ich kenne die Geschäfte hier in der Gegend recht gut und könnte euch herumführen, um mich dafür zu entschuldigen, dass ich euch angerempelt habe. Ihr Blick ist auf mich gerichtet. Trotz ihres freundlichen Lächelns kann ich nicht verhindern, dass mir ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Nein. Das ist nicht nötig. Danke. Ich bin etwas müde. Vielleicht an einem anderen Tag. Oh, schon müde? Oh, na gut. Aber bitte erlaubt mir, beim nächsten Mal behilflich zu sein. Warum kann ich sie nicht ausstehen? Marie, ich bin froh, dass du nicht Ja gesagt hast. Diese Dame stammt aus einer aristokratischen Familie, aber niemand weiß irgendetwas über sie, außer dass sie in der Vergangenheit offenbar schreckliche Dinge getan hat. Es ist am besten, sich nicht mit ihr abzugeben. Ich bin froh, dass ich mich auf meine Intuition verlassen habe. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Ärger zu bekommen. Es ist am besten, vorsichtig zu sein. Als ich gerade wieder in die Kutsche steigen wollte, erschien jemand, den ich nie erwartet hätte, an der Tür des Juweliergeschäfts. Eure Majestät,
Ich bin so froh, euch hier zu sehen. Eure Majestät, ich grüße euch. Ich hoffe, ihr gebt mir die Gelegenheit, mich zu erklären. Das ist nicht nötig. Die Worte rutschen mir aus dem Mund und ich bin erschrocken, wie kalt ich klinge. Was ist los mit mir? Oh, das muss Marie sein, die da spricht. Die Person vor mir ist kein anderer als Kardinal Louis Rouen, der in letzter Zeit versucht hat, sich gut mit Marie zu stellen und sie deshalb immer wieder mit Schmeicheleien bedacht hat. Aber in der Vergangenheit verbreitete er in der Öffentlichkeit Gerüchte über Königin Theresa. Deshalb hasst Marie ihn. Oh, Eure Majestät, ich weiß, ihr seid wütend auf mich, aber es war wirklich nur ein Missverständnis. Bitte gebt mir eine Chance. Ah, ihm Vorwürfe machen und gehen oder gehen, ohne ein Wort zu sagen? Ah, ich glaube, ich habe ihm noch nie Vorwürfe gemacht. Lasst uns einfach mal als Marie sprechen. Warum nicht? Vielleicht sind die aktuellen Gerüchte nicht mehr zutreffend. Aber wenn er so etwas nie verantwortet hat, warum sollte er sich dann so sehr bemühen? Und er ist wahrscheinlich hier, um mir Schmuck zu kaufen und mich zu besänftigen. Ich habe nie eines seiner Geschenke angenommen. Warum hat er meine Mutter beleidigt, wenn er so verzweifelt versucht, sich bei mir anzubiedern? Wenn ich sehe, wie eifrig er ist zu gefallen, kann ich nicht anders, als weiter zu wüten. Ihr habt es gewagt, Beleidigung über meine Mutter zu verbreiten. Und dennoch erwartet ihr von mir, dass ich glaube, dass es sich dabei lediglich um Gerüchte handelt? Es tut mir leid, Eure Majestät. Ich war jung und töricht und ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin bereit, für alles, was ich getan habe, Wiedergutmachung zu leisten. Bitte verzeiht mir. Indem ihr meine Gunst mit Schmuck erkauft? Ich werde niemals Bestechungsgelder von jemandem annehmen, der meine Mutter beleidigt hat. Ein Sturm von Emotionen wühlt in mir. Ich fühle mich, als ob ich von jemand anderem beherrscht werde. Oh, Eure Majestät, bitte gebt mir die Chance, im Namen der Gottesliebe von Königin Theresa Wiedergutmachung zu leisten. Aber wer war Königin Theresa? Königin Maria Theresia, die einzige Königin des Hauses Habsburg. Sie erbte von ihrem Vater ein mittelloses, unbekanntes, wehrloses Land und setzte behutsam viele Reformen um. Sie beendete den langen Krieg mit Frankreich, drängte auf ein Bündnis und verheiratete ihre jüngste Tochter Marie Antoinette mit dem Erben Frankreichs. Zur Hochzeit haben wir ja bereits im letzten Part einiges gehört. Marie, ich weiß, du bist wütend, aber bitte denk an deine Gesundheit. Du hast recht, Gabrielle. Ich atme ein paar Mal tief durch und zwinge mich selbst, mich zu beruhigen. Sobald ich meine Gelassenheit wiedererlangt habe, schaue ich wieder zu Rohr. Meine Mutter ist eine gläubige Katholikin. Ihr zuliebe werde ich von weiteren Zurechtweisungen absehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich euch verziehen habe. Denkt an eure Position als Kardinal und achtet darauf, dass ihr keine weiteren unangemessenen Dinge tut. Ich werfe Rouen einen verärgerten Blick zu und ziehe dann Gabrielle zur Kutsche. Als ich gerade dabei bin, in die Kutsche einzusteigen, sehe ich zufällig diese seltsame Frau, Jeanne de Valois, auf mich zugehen. Ich bekomme sofort ein schlechtes Gefühl. Ich kann mir aber nicht erklären, warum. Geht es dir gut? Dein Gesicht ist blass. Vielleicht bin ich einfach ein bisschen müde von all dem. Mach dir keine Sorgen um mich, Gabrielle. Fahren wir zurück und ruhen wir uns aus. Ich bin erst ein paar Tage hier. Und es ist schon so viel passiert. Das alles macht mich so angespannt und nervös. Ich versuche mein Bestes, alles auf meinen Hinterkopf zu fegen, schließe die Augen und durch das Schaukeln der Kutsche versinke ich in einen tiefen Schlaf.
Tja, das soll's heute schon wieder gewesen sein. Dieses Mal versuche ich wirklich, einen Rhythmus beizubehalten. Und ich mache die Gedankenstimme zum Ende einmal aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und begrüße euch gerne auch zum nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Time Princess und Kapitel 1.7. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.